vorgestellt. Meeple Station, die Vorschau Nummer 6 war es, ne? Ja, Mode und supported on this version. Okay, wir wollen ja irgendwie was laden wieder. Genau, da ist die Nummer 5. Wir sind in der Nummer 6 dann. Dann laden wir das mal und schauen zu, dass wir irgendwie noch was weiterkriegen. War jetzt nicht so prickelnd letztes Mal. Und naja, ich denke, wir machen diese Runde noch eine. Gucken uns das nochmal an und dann ist es erstmal wieder gut, bis wir dann irgendwann wieder weiterkommen. Mal schauen. Ja, unsere Station ist das super schön, ne? Großes Unglück. Okay, ein großes Problem haben wir mit einem. Okay, wenn ein Handelsschiff an deiner Station, dann kannst du es anlegen, das ist auch klar. Next to your known, you can see an icon displaying your rank. In der obersten linken Ecke kannst du die Anzahl deiner... Ja, anstatt zum externen Ruf, you've run out of ice. Meeple werden gelegentlich von Handelsschiffen aus auf deine Station kommen. Vorausgesetzt, du hast genügend Betten. Ja, das ist schon klar. Oxygen. Ist das hier alles schlecht oder gut? Next rank at 40, wir haben 19 und Station Credits. Ja. Lassen wir mal weiterlaufen. Das Schiff fliegt gerade weg. Fährt nicht, sondern fliegt wahrscheinlich gerade weg. Wir haben hier einen Sauerstoffmangel oder was? Verstehe ich nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum uns da jetzt gerade das rote Zeichen darüber angezeigt wird. Also wir können das hier mit 34 Punkten weiter forschen. Da ist auch einer bei. Ich habe wieder keinen blassen Schimmer, warum hier uns irgendwas mit Sauerstoff angezeigt wird, dass das nicht gut ist. Sauerstoff ist ja hier jetzt gerade, die Werte werden jetzt eher angezeigt. Wir haben keinen Sprit. Und sonst sieht es eigentlich relativ nett aus. Ich komme mit diesem Computer-Core-Ding nicht hier zugange, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob wir da forschungstechnisch so weiter müssen, dass das klappt. Also hier... Hier haben wir schon nichts mehr zum Abbauen. Da auch nicht. Wir haben aber hier abbauen. Iron Ore, Silicon. Da das gleiche nochmal und Carbon noch dazu. Hier ist das. Hier ist, glaube ich, nichts mehr ausgewählt und da auch nicht. Das haben wir alles schon gesagt. Brauchen wir nicht. Ja, hier ist noch eine Station. Kein Mensch weiß, was da gut dran ist oder schlecht dran ist. Wir werden sehen. Er zoomt immer raus. Ich weiß nicht warum, aber ist ja jetzt auch egal. Hier läuft was. Das ist schon mal was, ne? Karte brauchen wir nicht, Ship brauchen wir nicht. Komm. Unsere Meeple sind klar. Forschung haben wir gerade. Ja, können wir nochmal reingucken. Ist die gestiegen? 40. Okay, geht. Geht voran. Utilities haben wir, aber... Und hier... Wir wollten letztes Mal die Dingens bauen. Ne, Module waren es und dann den Test 20. Wir haben erst 10, okay, das ist noch im Gange. Wir hatten aber genug in Auftrag eigentlich gegeben. Eisprozessor, passe. Melt stored ice into water. Stahl und Elektronik, der würde sogar gehen, oder wie sehe ich das? Ja, weiß ich auch nicht. Wir müssen mal gerade gucken, dass wir den hier reinstellen oder was. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, wo vorne und hinten an dem Ding ist. Rotate. Wo ist vorne? Das ist die Frage, ne? Ich würde sagen, da ist vorne. Gucken, ob keiner guckt, ne? 30, 78. Hier haben wir zu wenig. Kitchen haben wir ja auch noch. Oh, die ist aber groß. Ich glaube, das ist hinten, ne? Aber da können wir es auch hier wieder nicht so hinstellen, wie wir das uns vorstellen.
Ich mach's aber einfach mal. Oh, guck, das ist fertig geworden. Jetzt brauchen wir da Strom. Jetzt müssen wir irgendwie Power lang ziehen jetzt. Das hat wieder schon keiner verstanden, wie das geht, ne? Mit dem Saft. Kollektoren. Strukturen. Ist hier nichts mit Strukturen. Eigentlich müsste ja ein Kabel hierbei sein, ne? Oder hier? Ne, hier wird nichts angezeigt mit Struktur, oder? Power. Keine Ahnung, wo was angeschlossen werden muss. Ah, hier. Nach da. Da, nach da, nach da. Das wäre jetzt das Verbinden. Ich weiß nicht, wie es geht. So geht's schon mal. Und jetzt ist noch die Frage, wie wir von der einen Etage zur anderen kommen, oder? Ich kann links, rechts, linken und aber wie komme ich hoch? Wie kann ich das hoch machen? Ich muss ja hoch. Oder kriege ich sie hier irgendwo hin? Ich weiß es nicht. Hier ist ja auch blau und nicht angeschlossen, oder wie sehe ich das? Oder ist zu wenig angeschlossen? No way. Advanced Power, da unten haben wir sogar Advanced Power. Super, oder? O2, can do. Ich weiß nicht, wie es geht. Keine Ahnung. Das mit dem Hoch und Runter? No way. Kann ich... Wie kann ich hier hoch blättern? Dieses hier. Da kann ich nur so. Wie kann ich denn jetzt hier hoch? Ah, hier kann ich hoch. Das war die Karte, die wollte ich jetzt nicht. Jetzt will ich da nochmal hin. So, jetzt muss ich hier anpacken und dann hochmachen. Und dann habe ich immer noch nichts geschafft. Kein blassen Schimmer, wie das funktionieren soll. Hier sieht es aus, als ob es hochgeht, ne? Das ist oben, das ist unten. Nobody knows. Ja, das ist... Overlay Power, das kann man hier schön machen, aber kein Mensch weiß wie. Ich kann das hier auswählen, aber kein blassen Schimmer, wie ich da vorankomme. Schade. Hier wird Wasser gebraucht. H2O ist da. Da auch.
Energie, Treibstoff. Das war doch ein Gerüst. Und kein Mensch weiß, wo das Gerüst hin muss. Da? Um das Strom nach oben unten kann? Keine Ahnung. Vielleicht ist es das, weil da steht was von Able to hold utility lines, such as cables and pipes. Und jetzt? Ah, ich glaube, das ist jetzt das Ding, oder? Nobody knows. Warte mal, nochmal da hin. Der muss ja mit dem verbunden werden. Oder der mit dem, ja. Jetzt muss da einer kommen und das erstmal machen. So, dann haben wir das Ganze noch mit dem... Ach, der Sauerstoff ist jetzt angeschlossen. Das Wasser ist jetzt angeschlossen, oder was? Weil der produziert ja Wasser. Okay. Und der jetzt? Hat da was gemacht, aber ich weiß nicht was. Und er hier? Muss da noch einen Anschluss haben, oder was? Ich weiß nicht, wo er den Sauerstoff hin haben muss. Vielleicht so? Ich weiß es nicht. Und dann? So? Dann so? Und dieses? Kann er irgendwo hier hin? So. Keiner weiß es. Ja, das ist ein bisschen undurchschaubar gerade, ne? Da kann ich jetzt irgendwie nicht klären, wie das geht. Was forscht denn er jetzt? Education 1 haben wir fertig, oder was? Trend Body Armor Clearing Trade Agreements. Waste Processing. Machen wir das Basic Botanic, das war ja vielleicht dann auch richtig für den, den wir da noch haben, ne? Die sind alle nicht glücklich. Und sind aber noch alle da. Janitor. Alle Schwierigkeit beim Atmen oder was? Ne, das war nur der eine, ne, oder? Kompliziert. Wie sieht's denn mit Materialien aus? Aluminium 17. 4 sind fertig. Also nix. Da kommt jetzt ein Schiff angeflogen. Ja, akzeptieren wir und dann gehen wir handeln. Biomasse, Früchte. Und Vegetables nehmen wir auch mit. Essen haben wir genug. Fine Meal nehmen wir auch noch mit. Simple Meal haben wir 6. Nehmen wir auch mit. Batteriezellen, Advanced Electronics, Electronics, da haben wir einen Titan. Hier haben wir Silikon. Das können wir dem ein bisschen geben, damit wir wieder Geld kriegen. Iron Ore machen wir mal auch weniger. Na so. Und hier oben haben wir noch Eis. Will ich lieber behalten, weil Wasser brauchen wir noch. Komm, reicht erstmal. Lohnt sich nicht zu verkaufen, weil hier sind die Preise, ne? Reicht, lass so. Wir haben gehandelt, das ist wichtig. Okay, da ist Sauerstoff drin und dann ist er, hat sich das Leben genommen. Ja, er hat keinen Bock mehr gehabt. Und in den ewigen Weltall verschwunden.
Okay, dann ist das aber, ne? Das musste er ja selber wissen, was er tut. Leider, leider haben wir einen Meeple weniger. Oder auch schon mehr, könnte auch sein. Slock ist der einzige, der hier noch irgendwie ein bisschen gut drauf ist. Stress. Der hat viel Stress und der hat ganz viel Stress. Truspec oder so ähnlich. Der hat auch ein kaputtes Bein oder was? Ich habe keine blöden Schimmer, was hier so abgeht. Vielleicht sollten wir nochmal einen Job einbieten hier. Scientist, Miner. Ich glaube, der Miner war. Nee, Scientist ist zweimal. Das heißt, er kriegt jetzt hier den Job zum Sauermachen. Gut. Ja. Keiner weiß was. Und davon ganz viel, ne? Rock Crusher. Grated Hull. Grated Hull Smell, ja. Der hat schon 11 Punkte da gemacht, das ist schon mal gut. Irgendwie macht es mal Glock und ich weiß gar nicht, was das für ein Glock ist. Er macht auf jeden Fall sauber, das ist schon mal gut. Kommt tatsächlich auch noch einer wieder. Zu essen haben wir auch kein Problem eigentlich. Ich weiß nicht, was diese braunen Wurken und was für Mief das ist. Wie ich den wegkriege. No way. Bauen, was sollen wir bauen? Stuhl haben wir. Jetzt haben wir eine Nähe Storage Boxes. Raumanzug, Spind, Tisch. Kleiner Container, großer Container, Schreibtisch. Hier wird jetzt gar nichts angezeigt, doch Lampe. Kommode. Ne, das kriegen wir alles nicht geregelt. Mal gesperrt. Module. Waste Bin. Waste Ejects Level, Ejects Waste into Space. Können wir noch nicht mehr bauen. Bathroom haben wir. Water Tank. Medizinische Vorräte und hier unten ist ein Laboratorium. 10 Aluminium, 1 Computercore. Den Computercore, den weiß ich überhaupt nicht, wo ich den herkriegen soll. Medizinische Vorräte. Der braucht auch einen Computercore. Wir müssen irgendwas bauen, was diesen Computerpor macht. Rock Crusher, Raffinerie, Auction Tank, Smelter, Kitchen. Lass mal gerade Kitchen gucken, die haben wir ja schon gebaut, ne? Ja, aber Kitchen ist schön und gut, aber auch das ist schön und gut. Aber bringt uns alle nicht so wirklich weiter, oder? Also Sauerstoffproblem haben wir hier nicht mehr. Schon wieder welche rausgesprungen, ne? Slock ist der coolste. Der ist richtig gut drauf. Tiger hat voll den Stress. Ist aber ein Engineer, ist sein Lieblingsjob. Ja, lass uns den reinholen. Wer weiß, wer dann wieder rausspringt. Rice. Rice ist Spielchef. Oder will Chef spielen. Hat überall einen Skill. Ach, da unten sind noch ein paar mehr. Ist das ein Chefkoch? Könnte sein, ne? Na, dann lass es doch mal.
Fehlende Privatsphäre hat er. Ja, kann mir vorstellen. Ja, das ist schade hier so, ne? Mhm. 22 haben wir da. Hier passiert nichts mehr. Liegt daran, dass wir wahrscheinlich keinen Refiner mehr haben. Weil er schon rausgesprungen ist. Ja, das hat hier irgendwie geklappt, ne? Aber so ganz tolle ist das nicht. Also ist ein bisschen undurchschaubar, ne? Ach, der Chef hat doch jetzt hier seinen Bereich, oder nicht? Tja, die Teppiche haben wir ja auch noch nicht gebaut. Heavy Bed, Wooden Bed. Schott, Luftschleuse. Golded Wall, das ist alles nichts, was wir brauchen. Das haben wir alles, glaube ich. Smelter steht da auch. Und der fliegt jetzt weg. Ach, hier war auch sogar so ein Ding schon. Das haben wir jetzt noch ein zweites gebaut. Er ist wieder am Forschen, das ist schon mal gut. Der Janitor ist jetzt gerade. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber wir setzen die jetzt mal da hin. Hier ist ein bisschen dunkel, da machen wir da eine Lampe hin. Hier ist auch dunkel, können wir vielleicht auch irgendwo eine Lampe hinsetzen. Da geht eine. Dann haben wir kein Geld mehr für Lampen. Da ist jetzt Storage. Da ist eine Lampe, aber kein Licht, wahrscheinlich kein Strom da, ne? Obwohl, stört keinen. Erstmal nicht. Die Lampe wird auch gebastelt. Ja. Tja. Okay. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Rice ist auch schon wieder mies drauf, der Chef, weil, keine Ahnung. Die anderen sind auch kurz vorm Rausspringen. Der Einzige, der richtig zufrieden ist, ist Slug. Der macht alles richtig. Der ist unser Bester. Der macht hier auch schon 31 Punkte von 100. Module. Fischtank haben wir, Kitchen nochmal. Ja, ich glaube, wir haben alles. Lebensmittelspender steht da auch. Eisprozess haben wir 2. So, hier sind Stromteile zu sehen, okay. Ist das ein Wassertank? Haben wir da 2. Oxygen Garden, Sauerstoffgarten. Dafür braucht man 10 Aluminium, was wir überhaupt nicht haben. Ich glaube, wenn der nächste Wagen kommt, ach so, entfallen muss man auch drücken, ne? Sonst machen die das ja nicht, oder wie war das? Ach so, ja.
So, jetzt haben wir das. Ach so, Infine heißt unendlich. Ja, super. Spend. 30. Stock, passt. Lassen wir so. Da kommt ein Schiff. Den akzeptieren wir wieder mal. Und gucken, dass wir Aluminium kriegen. Haben aber nur drei dabei. Medical Pflanzen nehmen wir. Früchte nehmen wir. Vegetables nehmen wir. Essen und so nehmen wir auch. Fine Meal. Dann haben wir einen Fisch, haben die, da brauchen wir nicht. Vegetables, das ist. Was? Ja, der Rest können wir erstmal so lassen, ne? Ja. Der Chef ist doof drauf. Wie alle anderen auch. Track, da ist er. Da ist Meep. Sein Job. Ein Physiker ist das, okay? Ein Physiker, okay, keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir sind da am Ende der ganzen Geschichte. So wirklich Freude kommt da auch gerade bei mir nicht auf, weil es ist. Vielleicht hätte man auch besser von vorne wieder anfangen sollen oder sowas und dann nochmal bauen. Dann hätte man es vielleicht wieder verstanden. Ich denke, wir lassen das erstmal wieder beiseite und schauen zu, dass wir das mal in Zukunft nochmal von Null anfangen dann und schauen, ob was besser ist. Er ist schon mal nicht mal happy, weil da Dreck irgendwo ist. Hier ist der ganze Kram auch nicht so toll. Schmiese Luft hier. Wird aber auch blöderweise nicht so richtig angezeigt alles, ne? Zoom in und zoom out. So, das mit dem Anzeigen, ne? Und das hier, das geht mir. Obtain one computer core. Das ist doch einfach nicht schaffbar, oder? Muss ich da irgendeine Forschung für machen? Shuttle Manufacture Basic Botanic. Jetzt ist zum Beispiel hier unten dieses tolle Zeichen hier, das geht mir in den Weg und das ist voll doof, ne? Ich kann hier nicht so wirklich erkennen, was die da unten stehen haben. Glass Sculpting, Large Container Combat Training, War Detection. Alles irgendwie nicht so toll. Bug Report zurück haben wir nicht. Toggle Blueprint. Was ist das? Blueprint. Keine Ahnung, was es darstellen soll, ne? Ja, gut. Ich würde sagen, wir sind da erstmal soweit durch. Wissen sowieso nicht, wie es hier gerade funktioniert. Und machen dann irgendwann weiter. Schaue ich mir mal an das Ganze und dann zeige ich das nochmal vielleicht anders oder so. Oder wir gucken erstmal. Alles klar. Ich würde sagen, falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, obwohl ich nicht wüsste, dass da was Gutes dran ist. Aber macht es, wenn ihr wollt. Und ja, dann könnt ihr noch Kommentare schreiben, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Und ihr wisst es, dass es richtig ist. Und ja, Daumen hoch hatten wir, glaube ich, schon. Ne? Und
ja, teilen kann man das Ganze auch irgendwo auf anderen Plattformen, aber so toll war das jetzt nicht. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in irgendeinem anderen Projekt. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.